Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, wer gestern gut im Stream aufgepasst hat, der hat gesehen, dass wir gegen einen wirklich, wirklich bockschweren Gegner antreten mussten. Und ihr seht es, wir haben diesen CK gewonnen. Also es war wirklich wieder ein Finale bis auf die letzte Sekunde. Und wenn ihr das oben genau beobachtet, 80% bei uns und 86% der Gegner. Das heißt, dem Gegner hat nur noch ein Stern gefehlt. Also eigentlich ein sicherer Stern. Aber am Ende hat es ein bisschen gewackelt und wir kommen einfach mal zur Vorgeschichte. Also Gegner hier wirklich, wirklich schwer. Wir gucken uns nur mal den letzten an hier. Das war ja ein 15-15 und der hier ist schon mit 18er King und 25er Queen. Ja, das ist das kleinste Dorf hier, das schwächste Dorf. Und hier fingen dann unsere Probleme auch an, also unsere RH9er. Ja, wie soll man sagen? Ihr habt es ja im Vorschaubild schon gesehen. Ja, zumindest ein RH9 hat dann relativ schnell erkannt, buh, der Gegner ist aber schon eine ganz starke Kiste hier. Und ja, hat dann eben mal den Clan verlassen. Das heißt also, gerade dann in so einem kleinen Clankrieg hier, hast du schon mal einen weniger. Ich denke mal, der Mika hätte hier aber nicht wirklich was gerissen, glaube ich. Und von daher aber trotzdem, ja. Wenn du keine Eier hast, dann gehst du doch nicht aus dem Clan, sondern versuchst das Beste rauszumachen, was wir letztendlich auch getan haben. Also wirklich wie alle durch die Bank weg. Hier wieder alles gegeben und richtig starke Dinger hier hingelegt. Und wir sehen hier auch die Bases, die hier vom Jennek gemacht wurden. Also das ist jetzt schon ein Gegner. 29er Queen und wo eiert der King rum? Ah, hier hinten 29 auch. Ja, also das ist der zweitschwächste, so will ich es mal benennen. Kannst ja gar nicht schwach nennen. Der ist maxed hier schon seit Monaten und hat hier nichts mehr zu tun, außer noch zwei Heldenlevel. Und so haben die auch angegriffen. Das heißt also, deren RH9 haben relativ schnell unsere 9er auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob wir dafür nicht die passenden Bases haben, weil an den Helden kann es eigentlich auch nicht liegen. Die sind auch alle weit über 20, wenn nicht sogar 30, hier wie beim Jennek. Und oder ob es an denen ja vielleicht doch nicht so prallen Taktiken gelegen hat, aber sie waren schon sehr, sehr schwer und es mussten auch zwei Zehner, glaube ich, bei uns ran hier bei den 9er Bases. Ich muss gleich nochmal genau reingucken und derjenige kommt hier einfach mit den ganzen Kill Squad gegen die Luftabwehren hier und jetzt gegen Feger und X-Bogen und gegen die Tesla Farm hier mit den Hawks rein. Kann man auch mal so machen, denn ich hatte das ja, glaube ich, schon mal gesagt, dann sind die so mittendrin in den ganzen Truppen und hoppeln einfach mit durch und die Defense lässt sich schön von den Golems ablenken, von den King ablenken oder von der Queen ablenken und die Hawks können sich so wie hier eigentlich eine Defense nach der nächsten vornehmen und dann hat auch der blöde Tesla hier auf der Ecke überhaupt keine Chance. Da reichen jetzt zwei Hawks, die schon leicht angeschlagen sind, glaube ich zumindest. Aber der ist schon fast weg. Ah ne, der Tesla schafft das gerade noch so. Naja, aber da hinten lauert eine Queen, die maxed ist und noch zündbar ist. Also das ist natürlich dann überhaupt kein Thema. Dann ist der Tesla mit einem Schuss weg. Und auch der Rest der Base hier, der König tankt jetzt noch hier den Bogenschützenturm. Aber die Queen immer noch zündbar. Also zu so einem Zeitpunkt kannst du dann schon sagen, das sind drei Sterne hier gewesen. Wirklich cooles Ding hier. Jennek hatte ja auch zweimal drei hingelegt am gestrigen Abend. Und das bringt einem dann natürlich vor allen Dingen für die Zehner ein bisschen Luft nach oben. Also wirklich cooles Ding hier. Ich habe meinen ersten AG auf den RH10 mit 55%, glaube ich, abgeschlossen. Das war für mich erstmal in Ordnung. Und uns hat ja so ein bisschen der 9er Bereich Sorge gemacht, aber auch im oberen Bereich waren die, jetzt muss ich mal eben schauen, das ist noch Jennek, das ist Patrick, hier ist auch noch ein RH9, RH9 auf RH9, jawohl, aber ihr seht da schon 30er Pärchen, also immer maxed out RH9er hier und die Base ist echt nicht vom Pappe, also ich habe auch gestaunt hier, der Clan aus Bulgaria oder Bulgarien, der Bulgaria heißt, richtig krasse Kämpfer, 349 Siege, glaube ich, auf dem Konto gehabt, und ein Winstrike von 0.
was sicherlich dann noch mehr anspornt, den Windstrike wieder leicht aufleben zu lassen. Wir kennen das ja auch von uns. Und der Patrick kommt hier mit einer, mit dem Gohawk rein. Ja, mit dem ganz, nee, gar nicht wahr. Nicht mit dem Gohawk, mit dem Packerwalk. Packerwalk, Bowler dabei, King und etliches an Hawks. Die Queen ist jetzt schon, ja, ist eigentlich leider gestorben, aber die CB ist in jedem Fall tot. Und jetzt müssen hier natürlich gegen den King die ganzen Hawks hier durch die Base durch. Ah, das ist immer schwer. Und dann 30er King. Der, ah, und dann noch die Bombe. Also, ah, das ist schon, ist nicht ganz einfach an der Stelle. Da musst du wirklich gute Heilzauber geworfen haben. Machte er aber auch. Die passten richtig gut. Die Hawks richtig schön im Heilkreis drin. Sodass die ganze Zeit quasi immer wieder durchgeheilt werden. Und ja, der King immer noch dabei. Der rennt ja die ganze Base nach. Aber er hat jetzt noch so ein bisschen was in und um der Base hier rum. Also noch zwei Hawks da in der Mitte. Aber einer kriegt schon Beschuss vom X-Bogen. Der zweite jetzt auch. Und jetzt hat er noch einen Lucky und zwei Bogies hier. Mal gucken, was er da überhaupt noch mitmacht. Mich wundert es hier gerade so ein bisschen. Ah, da hinten sind zwei Päckern Heilung. Okay. Dann ist das kein Thema hier. Wenn die hier noch richtig gut durchgeheilt werden. Der Bowler schön hinten dran. Ja, kriegt jetzt zwar schon so ein bisschen Mitbeschuss vom Magierturm. Ist aber nicht so schlimm. Rechts laufen die Magier schön parallel mit. Und nehmen sich jetzt auch eine Def nach der nächsten mit vor. Also auch hier gute Sache. Der King macht jetzt den gegnerischen King in Unterstützung mit dem Wizard. Und jetzt ist es ja auch nur noch der X-Bogen eigentlich, der gefährlich ist. Und der Tesla. Ja, das sind ja noch zwei Packer da, glaube ich. Ah ne, der eine ist außen mit dem King. Und jetzt ist das ein, zwei Schläge vom Packer. Ich glaube, zwei sind es. Hat er nicht noch nicht ganz geschafft. Okay, dann muss es jetzt der King und der Packer regeln. Ach, auch noch Zimper. Ja, super. Gut gemacht hier. Ja, aber ihr seht schon, richtig schwere Bases hier. Also wir mussten wirklich richtig viel Knowledge an den Tag legen, damit wir hier durch diese Bases hier durchkommen. Und so hat sich das so ein bisschen bis nach oben hin durchgezogen. Wir haben auch im oberen Bereich recht stabil angegriffen. Hat der Gegner aber auch gemacht. Also immer schön. Erstmal souveräne 2 und auch sehr starke 2er. Das sehen wir dann am Ende auf unsere RH10 Bases. Aber sie haben gehalten. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Ja, das war glaube ich schon ein 10 auf 9. Und ab hier wurde das Ganze dann schon zweisternig. Ja, ihr seht das. Also echt wirklich, wirklich keine einfachen Bases hier. Und man sieht das hier, das ist jetzt 11 auf 11. Tutu Kompletti, also mit Adler, noch nicht ganz maxed out. Ich sehe noch 14er Bogenschützentürme und auch noch 4er Infernos. Aber der Daywalker hat sich mir hier mal zu einem Drachenangriff hinreißen lassen. Sicherlich auch, weil natürlich die Lars komplett im hinteren Drittel hier stehen. Und das nutzt man natürlich aus, wenn man nicht unbedingt auf 3 geht, dass man sich sagt, das Rathaus stand hier ja sowieso außen. Das war sowieso schon mal ein Sicherer, hätte ich fast gesagt. Aber Rathaus lebt noch. Aber er hat noch Helden am Start hier, die hier ja noch nicht in der Base sind. Hat noch Zauber, hat noch einen Frost und zündet hier jetzt direkt zu Anfang sein King, dass der Drachen hier noch so ein bisschen mit in der Base bleibt. Das gelingt ihm an der Stelle auch. Und ja, es sind ja noch keine souveränen 50% hier. Habt ihr ja schon gesehen, am Ende waren es nur 55, also ist echt nicht viel hier. Und bockschwere Bases hier. Also ich habe vieles auch noch gar nicht gesehen gehabt hier und habe gedacht, Mann, da wüsste ich nicht, wie ich da rangehe. Also gar nicht. Ich habe dann ja irgendwann mal meinen zweiten Angriff planen müssen. Da war mir dann der King Arthur sehr, sehr hilfreich verbunden, hat dann gefragt, Thorsten, kannst du wohl die Base machen? Du musst mal ran. Und ich habe dann natürlich fragend gefragt, wie soll ich das machen? Und habe dann aber, ja, ich musste tatsächlich im hohen Bereich hier ran. Sehen wir aber gleich, kommen wir gleich zu dem Angriff. Dadurch ist zumindest mein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen angehoben, was Clankriegsangriffe auf hohe Bases angeht. Auch wenn ich es ja so ein bisschen nach Anleitung gemacht habe. Also hat tatsächlich so funktioniert, wie wir es durchgesprochen haben. Das war wirklich mal, wir haben auch lange darüber gesprochen, das kam noch dazu, haben also wirklich diskutiert, kann das so klappen?
Und was ist, wenn die Queen schief läuft und was ist, wenn der King Scheiße macht? Ja, also wirklich, wirklich lange mal was durchgesprochen und sind jetzt auch dabei, das ein oder andere Mal doch vielleicht mal im TS kurz mal abzusprechen, wie wir hier taktisch weiter vorgehen. Manchmal klappt das einfach nicht im Chat, weil die Leute sind ja nicht dauer online hier, sondern verpassen auch mal was. Dann ist hier viel Getippel und dann verpasst du vielleicht mal irgendwo was. Und deswegen werden wir jetzt ab und zu mal uns im TS kurz mal lummeln, so nach dem Motto kurz mal sammeln, wer da ist. Und dann wird kurz mal durchgesprochen, wie machen wir weiter, erster Angriff, zweiter Angriff und so weiter. Denn es wird ja nicht einfacher hier. Das werden wir gleich auch am neuen Gegner sehen. Es wird überhaupt nicht einfacher, sondern es wird eigentlich noch schwerer hier. Eigentlich ist ja gut, ich hatte ja schon mal gesagt, wenn der Gegner gut ist und schwer ist, dann sind wir auch gut. Und weil das fordert uns natürlich auch aus, dafür sind wir auch wahre Krieger hier, dass wir hier überhaupt nicht aufstocken, auch wenn der Gegner uns natürlich erstmal so ein bisschen in der Tasche hatte. Und wir haben eigentlich haben wir nicht mit dem Sieg hier gerechnet. So muss man es ganz klar sagen. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass der Gegner in jedem Fall diesen allerletzten Stern holt. Denn am Ende hatten die noch 4 Elfer auf. Also die hatten 4 Elfer auf und wir noch 2 Elfer und er stand 34, 35. Da könnt ihr euch dann vorstellen, ja, da muss der zweite Stern einfach aus irgendeiner Base fallen. Es war sowieso nur noch eine auf oben. Aber wir sehen das jetzt mal hier. Der Thorsten, na, kaum zu glauben. It's Ego hat hier sogar den heroischen Angriff. Ich konnte es auch selber nicht fassen. Aber es hat genauso funktioniert, wie wir das durchgesprochen haben. Das heißt also, den sehen wir jetzt auch mal ruhig mal in voller Länge. Wir sehen ja wirklich wenig CK-Angriffe, auch selbst von mir, weil ich natürlich viel, viel lieber meine Leute letztendlich zeige, um die ins Bild zu rücken, um nicht mich hier ins Bild zu rücken. Ja, dann, das klingt dann manchmal ein bisschen egoistisch, aber ist es natürlich nicht. Und ich musste hier früh meine Queen ragen, beziehungsweise die Heiler, denn es prasselte erstmal richtig Def auf meine Queen zu, aber sie ist schon mal so gelaufen, wie wir es durchgesprochen haben. 3 Mauerbrecher, Mauer auf und der Feger musste jetzt ganz schnell weg, weil der fängt nämlich jetzt an, meine Heiler immer wegzufegen. Haben wir auch genauso durchgesprochen. Achtung, Feger wird die Heiler wegfegen. Also nochmal durchgeraged, kurz einen Schritt nach vorne in die Riesenbombe und dann kam auch schon die Clanburg. Die habe ich denn komplett auch ohne. Ja, ich brauchte die Queen an der Stelle nicht zünden. Ich glaube, jetzt wirft ja im Moment nur der Bombenturm auf meine Queen. Also das ist dann kein Thema. Da muss man einfach dann einen ruhigen Finger behalten. Vielleicht kurz mal über der Queen. So schon mal den Finger. Ja, könnte ja noch was passieren. Aber hier passiert erstmal nichts. Und dann unten auch genauso durchgesprochen. Das Doofe war nur, ich habe dann natürlich vor lauter Hibbeligkeit vergessen, meinen King zu zünden hier. Die Mauerbrecher habe ich jetzt noch so reingesetzt, weil ich sie hatte. Haben noch ein bisschen abgelenkt, aber ich habe den King vergessen. Aber das war eigentlich mein Funnel, den ich hier haben wollte an der Stelle, damit die Drachen hier schnurstracks Richtung Mitte gehen, also schon mal auf den ersten Inferno. Und ihr seht das unten erstmalig. Ich habe einen Heilzauber dabei. Ja, den habe ich das erste Mal, seitdem ich den Max habe, überhaupt mal mitgenommen. Passte hier aber auch ganz gut, glaube ich. War vielleicht ein bisschen leicht verworfen, weil ich ein bisschen zu früh reingeworfen habe. Aber die beiden Drachen da in der Mitte gehen zumindest schon mal noch in den Heilzauber rein. Die anderen kommen auch noch an den Rand ran. Hätte ich meinen King wahrscheinlich gezündet, wäre der Funnel noch ein bisschen besser gewesen für die restlichen Drachen hier unten. Aber meine Queen ist hier oben noch. Ja, und ihr seht schon, hier waren es schon 50%, also zweite Stern war hier schon drin. Und ein paar Prozente mache ich noch, also Thorsten hat einmal alles richtig gemacht. Wenn ich hier auch viel verbocke oder nicht so tolle Angriffe mache, vor allen Dingen dann auf Elva, da geht mir doch immer so ein bisschen der Stock auf Grundeis, so heißt es ja, glaube ich. Und ja, cool gemacht hier, glaube ich von mir, ich weiß es nicht mehr, aber das war ein wichtiger Stern hier. Das war nämlich das 35, ich glaube es war das 35-32 und war letztendlich unser letzter Stern. Und der Arthur hier hat hier aber in seinem, das müsste der erste Angriff gewesen sein, ganz souverän auch diese schwere Base hier mit 2 Sternen versehen hier am Anfang. Ja, da läuft es, glaube ich, nicht ganz so gut. Da hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Boulder natürlich so ein bisschen näher bei den Hexen bleiben. Aber die kriegen nur erstmal Einzelbeschuss hier, also nichts vom Minenwerfer oder so. Das ist natürlich super. Und so kann er dann hier, ja, der Funnel ist natürlich hier ganz, ganz klasse. Die Truppen können ja jetzt gar nicht mehr woanders hin.
als hier in die Mitte. Da wird ja nichts mehr irgendwie außen gehen. Weil es gibt nur noch jetzt den Weg Richtung Queen. Da ziehen sich die Truppen dann ja auch hin, also Richtung Helden. Was natürlich auch super ist, das kommt einem dann immer ein bisschen entgegen, wenn die Helden dann natürlich da irgendwo in der Mitte rumspringen. Da zieht es dann die Truppen hin, vor allem die Bowler, die Hexen und die vielen Skelette. Ja, jetzt ist er hier am Rathaus, also schön im Rathaus entgegengekommen, beziehungsweise von der gegenüberliegenden Seite, ja. Und dann ist man sich eigentlich schon relativ sicher, ja, dass so eine Base schon ganz gut läuft hier. Und mit 2 Sternen, glaube ich, und den Prozenten war das hier absolut in Ordnung. Und nach dem Kampf schwenke ich kurz mal rüber auf unsere Seite, dann seht ihr, warum wir eigentlich wirklich, wirklich viel Glück gehabt haben, um dieses Ding hier noch nach Hause zu schaukeln. Also ich konnte es auch kaum glauben. Ich war irgendwo, das kam noch erschwerend dazu, als ich meinen Angriff geplant habe. Kurz danach sind wir nämlich weggefahren zu irgendeinem Barfußpark. Ja, und ich habe dann aber gesagt, als wir dann da waren, wartet mal, ich muss jetzt erstmal gerade meinen CK-Angriff machen und musste den auf dem Handy machen. Mache ich echt ungern. Aber ja, und deswegen war auch der eine oder andere Wutfahrer, war vielleicht nicht so gut dann auf die Drachen. Der war ein bisschen zu weit nach vorne geworfen, also nicht direkt auf die Drachen drauf. War alles nicht so schlimm, der 2. Stern war ja drin. Und so haben wir hier, ja, eigentlich tatsächlich war das Glück mal auf unserer Seite. Es gibt aber kein Glück, sondern es gibt nur Erfolg. Und Glück haben andere, hieß es dann mal aus der Runde. Ja, wir haben dann natürlich gut gedefft, keine Frage, denn nur auf Maste war überhaupt noch der 2. Stern Plane möglich. Das sehen wir jetzt mal hier. Ja, also Maste noch ein 2. möglich. Aber wie knapp das eigentlich schon innerhalb dieses CKs war, das seht ihr hier an den Ergebnissen. Ne? 99% vom 1. auf Swash, 97% auf meine Base, 99 auf Garas Base. Also hier seht ihr, wie knapp das eigentlich war. Und ja, am Ende, ich glaube, ich hatte hier den letzten Stern noch geholt. Ja, hier war der letzte Stern, also 2 Stunden vor Schluss circa. Und danach hatte noch der Arsan-Angriff, Gara und der Sir Amelot. Ja, und der Gegner hat hier Stern nach Stern noch geholt. Ja, und dann hat er aber probiert, auf uns Zehner, also auf mich und auf Swash, noch den 3. rauszuholen. Wäre ihm auch fast gelungen. Und wir haben nichts mehr geholt, weil es auch schwere Bases waren. Auch die 10er-Base war für Elva sehr, sehr schwer. Ja, und der letzte hat es dann eigentlich auf den Schlappen gehabt und macht 55% bei Mastung. Das war so irre knapp, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, nochmal Hut ab hier. Alle haben hier Eier, außer einer. Und jetzt gucken wir einfach mal in den nächsten CK rein. Ja, 13-13. Denkst du erstmal, ja, ist alles cool. Auch hier oben ist alles in Ordnung. Ja, 8 Elva auf deren Seite und ich glaube, wir haben 9 Elva auf unserer Seite. Allerdings ist das ein 10 halber. Und ich wieder an 10 gedeckelt. Mein Gegenüber ist genau wie ich auch, voll max out. Und haben hier unten natürlich nur 9er, gar keine Frage. Wie viel haben wir diesmal mit? 4 Stück, wird auch mal weniger hier. Also wir könnten wieder ein paar 9er gebrauchen mit 20 Helden plus. Und auf der anderen Seite haben wir leider dann hier unten so ein Account wieder. Ja, ohne Worte. Aber Supercell arbeitet ja dran, dass es sowas nicht mehr gibt. Also hier unten erwartest du eigentlich auch einen RH9. Wenn du Glück hast, einen R8, aber ein RH9 ist uns da natürlich lieber. Kann auch recht ruhig maxed out sein, aber nicht so ein Mist hier, ne? Und wenn man natürlich mal auf seine Truppen gucken, der wird also irgendwas wird er schaffen mit dieser Truppenkonstellation, auch wenn die Helden jetzt nicht so super prall sind. Und auch die Truppen hier, ne? 1er Golem, da wird er ja nicht mit angreifen. Man weiß schon, mit was er hier angreift. Bola Hexen oder Laloon. Ja, vielleicht noch ein Drachenangriff, aber alles andere kannst du ja von dem Typen knicken. Ist ja so. Aber mal gucken. Ihr werdet das in dieser Woche sehen, wie wir uns gegen diesen Gegner schlagen, um ihn davon abzuhalten, seinen 400. Sieg einzufahren. Oh, ist auch krass. 400 Siege hier. Und ein 10er Winstreak. Also, ja, die geben ihr Lock auch gerne frei. Wenn es frei ist, guckt man natürlich auch mal rein. Also, das ist auch ein Clan. Die verlieren mich gerade sehr häufig. Das sieht man hier. Da bin ich echt mal gespannt, was das gibt. Könnt ihr auch sein,